So, und dann würde ich sagen, nehmen wir euch fünf. Ihr werdet Axtmänner. Und ihr drei werdet Speerwerfer. Und ich werde euch jetzt alle nehmen. Außer einen. Der wird hier wieder Wache halten. Und wir werden in Zwirndorf einmarschieren. Zack. Ab dafür. Let's go. Der Häuptling wird wieder die Feuerbomben zünden. Und wir werden Zwirndorf auslöschen. Hier unten ist wieder Lavendeldorf am Angeln. Das ist okay. Solange die uns nicht stören. Wir werden jetzt hier einmarschieren. Let's fucking go. Oh, der Häuptling wird jetzt die Feuerbomben zünden. Wir werden die Fähigkeiten nutzen. Oh ja, das sieht gut aus. Elke wird leider drauf gehen. Elke hat aber gut gedient. Nun, sie sind sehr nah an unserem Häuptling. Zack. Nutzt die Äxte, Jungs. Nutzt die Äxte. Zwei noch. Einer noch. Der hier unten. Sehr schön. Und jetzt auf das Dorf. Angreifer. Ein anderer Stamm greift an. Wieso greifen die immer zu dem Zeitpunkt an? Egal. Wir schicken einfach vier Leute zurück. Kommt schnell her. Und heilt euch. Weiß ich. Beeilt euch. Ihr werdet hoffentlich in der Zeit schnell den Stamm wegmachen. Irgendwie haben zwei von denen keinen Bock mehr. Und der eine stirbt deswegen. Deswegen geh schnell heim. Er will nicht, er kann sich nicht mehr bewegen. Sie machen wieder die Häuser kaputt. Das ist gar nicht gut, was hier gerade passiert. Wir brauchen neuen Nachwuchs. Komm, das Haus. Komm schon. Mein Gott, war das knapp. Ich glaube, der Häuptling ist fast gestorben. Okay, okay. Es bleibt spannend. Oh mein Gott. Unser Haus wird gerade niedergerissen. Du hast das Zwirndorf zerstört. Dein Stamm ist tot. Im ziert nun ein drittes Totemteil. Da die Werkzeuge und Outfits des besiegten Stammes sind nun in deinem Stammesplan verfügbar. Das Problem ist... Wir werden gerade eingerissen. Toll. Okay, okay. Kommt halt zurück hier und macht sie nieder. Der König muss sich unbedingt heilen gehen. So, ihr. Ihr könnt wieder nicht angreifen, weil die Axt. Das Axtding ist wieder kaputt. Ich fasse es nicht. Kommt ihr bitte. Okay, es ist wieder einer gestorben. Werft die Sperre. Kommt, Jungs, hallo. Speer werfen, komm. Was macht ihr? Okay, die rammen einfach durch. Okay, okay. Der hier wird sterben. Ist okay. Keine Ahnung, wie er heißt. Kann der König bitte was essen gehen? König, geh bitte was essen. Bro, du darfst nicht sterben! Okay, der König ist tot. Okay, scheinbar respawnt er. Nach einer Zeit. Okay. Ich dachte actually, es wäre dann vorbei oder so. Sie haben es doch irgendwie geschafft. Alter. Okay, du, Bro, gehst auf jeden Fall was essen. Die anderen beiden müssen unbedingt... Muss unbedingt Essen ranholen. Dringend. Es ist auch ein neuer Stamm gespawnt. Orangedorf mit 12 Leuten. Häuptling lebt auch wieder. Elus ist es wieder. Du, reparier mal. Okay, wir brauchen noch mehr Stuff. So, weil wir so viele sind, ihr nehmt euch erstmal alle einen Speer. Die können, weil wir gerade nichts anderes da haben. Und jetzt geht es auf... Die Banjo-Kreatur. Es gibt scheinbar noch... Wen anderen der Banjo heißt hier? Es kann nur ein Banjo geben. Oh, what? Holy shit. So, macht sie weg. Die Banjos. So, und jetzt holt euch erstmal das ganze Zeug. So, so, so. Komm, zack. Denn jetzt haben wir genug, um zumindest die Steinäxte wieder zu bauen. Und zwar will ich einfach wieder die Mehrheit... Wir werden angegriffen. Er greift uns an. Sieht mir sehr aus nach dem Lavendeldorf. Okay, jetzt muss alles sehr schnell gehen. Ein bisschen Essen brauchen wir noch. Und dann müsst ihr euch alle ausrüsten mit Steinäxten am besten hier so. Und... Fackeln, was steht hier überhaupt? Genau. Wenig Schaden. Wurfsperren sich entfernen. Genau. Die Fackeln machen am meisten Schaden gegen Gebäude. Das heißt, wir nehmen davon vielleicht nur so... zwei Leute mit. Genau, 5 Axtmänner, 4 Speere. Das ist alles sehr gut. König, isst noch mal kurz was. Wir müssen uns auf den großen Krieg vorbereiten. Die Frage ist, wie viele kommen hier? Okay, let's go, Jungs. Rein da. Es geht um Leben und Tod. Kommt.
Macht sie weg. Wir nutzen alle Fähigkeiten. Wir wollen unsere Wurfsperre kaputt machen. Beeilt euch. Nice, nice. Okay, irgendwie haben wir nur noch einen Sperrmann jetzt, aus irgendeinem Grund. Ah, das machen die gut. Okay, nice. Die meisten müssten down sein. Ja, die kämpfen irgendwie noch zu dritt hier irgendwie. Rein theoretisch könnten wir jetzt das Orangedorf angreifen. Das Problem ist nur, Lavendeldorf ist dazwischen und wenn die uns denn derzeit angreifen, haben wir recht wenig Chancen. So, und hier geht's erstmal alle was essen. Nehmen wir drei Axtmänner gleich dann, die doch noch zu Speerwerfern werden. Und jetzt werden wir von Lavendeldorf angegriffen. Egal, das ist eigentlich die perfekte Opportunity, um danach Lavendeldorf auszulöschen. Nehmt euch kurz Sperre, bitte. Nehmt euch noch Sperre, bevor die da sind, die Typen. Ja, hat geklappt. Und jetzt Angriff. Perfekt. Komm, jetzt killt sie. Die hässlichen Angreifer. Macht sie weg. Kommt, kommt. In ihm steckt sogar ein Speer drin. Okay, sehr wichtig. Okay, nice. So, ich würde einfach mal sagen, ihr beide bleibt hier und esst was. Und den Rest nehme ich mit in Richtung Lavendeldorf. Auf den Häuptling. Auf den Häuptling. Let's go. Let's go. Wie viel Sounds. Komm, let's go, Jungs. Der Häuptling rennt weg. So, und ihr beiden. Ihr macht das Haus weg. Ja, während der Rest einfach den Häuptling niederschnetzelt. Nice. Kommt, let's go. So, und jetzt alle aufs Haus. Keiner ist da. Wir haben keine Chance. Komm, weg mit denen, weg mit denen. Noch ist keiner nachgekommen. Wir müssen sie recht tot haben. Da, weil ihr nichts zu tun habt, könnt ihr was klauen. Und der Rest macht einfach alles kaputt. Nice. Let's go. Bam. Du hast das Lavendeldorf zerstört. Ihre Werkzeuge und Outfits gehören nun dir. Du findest sie in deinem Stammesplaner. Dein Totem ist fast vollständig. Let's go. Und jetzt könnt ihr auch alle wieder schön heim. Und bevor wir das orange Dorf angreifen, werden wir natürlich hier noch gucken. Heilstäbe hätten wir hier nämlich. Davon werden wir auch ein paar ausrüsten. Und zwar ihr beiden. Ne, warte mal. Ihr beiden werdet euch einen Heilstab nehmen. Und ihr werdet schön healen, Jungs. Ja, gut macht ihr das. Gut macht ihr das. Dann hielt auch mal ein Häuptling oder so. So. So, und jetzt esst euch erstmal alle schön voll. Wobei, bevor es Essen gibt, werdet ihr noch mal einen schönen Tanz machen, Jungs. Okay, warte mal, er hat irgendwie Sachen auf der Hand. Egal, rein da. Kommt, Jungs. Gebt alles. Let's go! So, und jetzt holt euch Essen. Und danach zerstören wir Orangedorf. So. Der letzte hat sich auch voll gegessen. Deswegen würde ich sagen, ab zum Orangedorf. Wir werden sie demolieren. Ist der Häuptling hier irgendwo? Der Häuptling wird safe hier drin sein. Das heißt, wir werden erstmal die Kumpanen ausschalten. Auslöschen, wollte ich sagen. Komm, let's go. Wo sind sie? Da sind sie. Auf dem direkten Weg zu Orangedorf. Sie wollen uns auch angreifen. Ist die Frage, können wir sie hier auf dem Weg stoppen? Komm auf ihn. Ja, doch, sieht so aus, oder? Ja, sieht das so aus? Also einige. Okay, wir haben, glaube ich, alle aufgehalten. Jetzt kommt nur noch das große Kämpfen. Kommt schon. Der eine Schwerkämpfer von uns braucht dringend Hilfe. Er muss dringend geheilt werden. Kommt, Jungs. Komm, wir halt euch. Ja, komm. Bisschen mehr. Nice.
Wilde Tiere wollen mein Futter stehlen, ist mir egal. Das ist der letzte Stamm, den es noch hier gibt. Okay, habt ihr gut gemacht. Hielt ihn. Und ich würde sagen, wir machen den Häuptling wieder. Komm, let's go. Okay, let's go. Komm, 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 komm. Let's go, rein da. Komm, Häuptling. Jetzt zünd die Feuerbomben. Und jetzt Angriff. Nice. Es lebt keiner mehr. Jetzt macht das Dorf nieder. Wichtig ist, dass die beiden am Heilen sind. Ja, nice. Wichtig ist, dass die Fackelmänner am Angreifen sind. Ja. Yep. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wir werden den letzten Stamm zerstören. Das Baby da unten, das interessiert keinen. Ich kann den Speerwerfer von der Weite wegmachen. Zack. Steckt ein Speer im Baby drin. Zack. Zweiter Speer in ihm. Und damit fällt das letzte Dorf. Let's fucking go. Das fünfte Totem. Du hast das Orange-Dorf zerstört. Dein Totem ist nun vollständig. Du kannst jetzt in die Zivilisationsphase aufsteigen. Braun, Pink, Cyan, Lavendel und Orange. Dein Stamm ist Alleinherrscher. Wenn du für die Zivilisation bereit bist, klicke auf den Weiterentwickeln-Button. Klicke hier, um deine erste Stadt zu gründen. Danach geht es zu den Designen, wo du dein Rathaus und erste Fahrzeuge erstellst. Let's go, Jungs. Aber wir gehen erstmal nach Hause und werden das erstmal, nachdem wir uns designt haben, feiern. Aber hier haben wir jetzt alles. Wir brauchen eigentlich nur Kamm 5, das haben wir. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Ein Schädel. Okay, nein. Ich frage mich, ob ich den Bart noch anpassen kann, dass er am Kopf besser hängt. Oh ja, 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 jetzt hängt er besser im Kopf. Banjo hat einfach einen Bart bekommen. Hörner, brauchen wir Hörner? Alter, das sieht schon fesch aus, muss man sagen. Ich hätte Angst vor Banjo, bin ich ehrlich. So, mit diesem Banjo werden wir nun weiterleben. Hörner, er hat einen Bart bekommen. Er ist einfach zivilisiert. Huh? The fuck?